wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Old School Musical in der Hühnchenrepublik Level 46. Ich weiß nicht, wie viele Level noch vor uns sind. Ich fände eigentlich 50 als relativ gute Anzahl. Da wird das ja nur so ein kleines Nebending sein soll. Wir werden es sehen. Wir haben erstmal die abgesagte Reise im Forschungszentrum. Und wir sehen unten links eine neue Aufgabe, die auf uns zukommen wird. Ich bin gespannt. Schwierigkeitsgrad natürlich normal. Aber mal gucken, was da neben dem Sonnenschein und dem Geschwindigkeitserhöher noch auf uns zukommt. Game Over City. Okay. Das ist interessant. Das ist interessant. Jetzt habe ich das erstmal wahrnehmen müssen, dass das auf einmal ganz woanders ist. Ich glaube, das wird mich ein paar Leben kosten. Da hat man die ganzen Level über. Keine Ahnung, wie viele Level lang immer nur auf eine Stelle gucken müssen. Jetzt auf einmal wird das hier verändert. Was soll das denn? Das ist unfair. Aber gut. Was mich jetzt nicht wundern würde übrigens, wenn das urplötzlich dann auch woanders auftaucht, statt nur oben links eben dann urplötzlich rechts irgendwo. Wo man nicht mit rechnet, hingucken zu müssen. Aber natürlich, Forschungszentrum machen verrückte Sachen. Dann wieder nach unten gedrückt, obwohl es nach oben sein muss. Aber ich denke, wir werden es auf jeden Fall schaffen. Vielleicht nicht so gut, wie ich es gerne hätte, aber Eingewöhnungsphase ist dann doch etwas länger, als ich gedacht habe. Das sollte es gewesen sein, oder? Elektrohühnchen besiegt. Game Over City. Iponeko. Geschafft. 62% überhaupt nicht gut. Also wirklich, das ist ganz schlecht. Aber es war ungewohnt. Weil vorher hast du ja genau gesehen, okay, die liegen so aufeinander. Da kannst du dann ganz einfach reagieren, wie es hier angezeigt wird. Und jetzt alles nebeneinander. Farblich zwar immer noch kodiert. Also man hat immer noch dieselben Farben wie vorher, aber ich habe ja nicht auf Farben gespielt, sondern auf woher kommen sie. Mal schauen, was diesmal auf uns zukommt, abgesehen vom Pixelgesicht. Und links den Typen, der wird interessant, der mit der Sternenbrille. Mal schauen, was da so kommt. Level 47. Danke, dass das wieder da ist, das gefällt mir. Also zumindest ist es wieder in der Mitte und ich sehe da, wo es herkommt. Ach, das ist die Sonnenbrille gewesen, die es nur zweifarbig zulässt.
Aber sowas mag ich schon eher, wenn sie doch da angezeigt werden, wo sie herkommen, was gedrückt werden muss oder gedrückt werden muss. Wenn sie von links kommen, drücke ich links, wenn sie von unten kommen, drücke ich unten und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir der Pixel City. Und jetzt wird's richtig pixelig. Aber gut, wir haben wieder ein paar perfekte Furies drin gehabt, die uns dann wieder HP gegeben haben. Ja, lief ganz gut. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. 20%. Besser als eben. Gut, schlechter wäre auch schwer gewesen. Saint Style Medley war das. Die neue Musik. Ist bestanden. Alles gut. Nächstes Level im Forschungszentrum. Mal gucken, was sie noch Krankes gemacht haben. 48 minus 1. Ach ne, Level 48. Also minus 1 plus 1 ist 11. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ameisen sind drin. Das ist wieder klein. Aber wieso ist minus 1 plus 1 gleich 11? Ist kompliziert. Das ist mal wieder so ein treibendes. Ach stimmt, den Geist haben wir ja auch. Verdammt. Wieder über 90er Anfangs-Fio wie gemacht und dann... Danach wieder verkackt. Verdammt. Ah, ein bisschen in Konzentrationsphase drin, dann trotzdem so schlimm verkackt, weil ich einfach nur falsch gedrückt habe. Ich sag mal so, diese ganze Kombination, die wir gerade haben, mit dem, dass es links oben nebeneinander steht, statt so wie jetzt ist zentral gelegen, wäre wahrscheinlich das Schlimmste, was geht. Also noch schlimmer, glaube ich, könnte man das gar nicht machen. Das würde so viele Tode bei mir verantworten.
Wir haben wieder ein Elektro-Chicken in groß vor uns, diesmal in Rot. Ja, du hast nur noch zwei Untertanen, pass auf, was du machst, gell? Wenn die weg sind, bist du wieder allein, auf dich allein gestellt, so wie jetzt. Schon. Bisschen ganz kurz Konzentration hochhalten. Level ist bald geschafft. Jawohl, zum Abschluss nochmal ein Fury haben. Die Prozentzahl nochmal ein bisschen hochgetrieben, mehr oder weniger. Wenn ich nicht direkt danach wieder verkacken würde. Und das war's. Mit dem Fury beendet, das ist ja okay. Fury beendet, neuner Fury. Löser Tanka war der Song. 20%. Level abgeschlossen, alles in Ordnung. Kann ich mit leben. Vor allem, weil wir jetzt zum nächsten kommen. Level 49. Das Ende ist nah. Sind wir kurz vorm Finale? Es gibt ein neues Hindernis. Ein Hühnchen im Regenbogenkostüm, mehr oder weniger. Hintergrund zumindest ist Regenbogenfarben. Das dürften die letzten zwei Level sein von Old School Musical. Könnten Sie bitte aufhören, die ganzen Hühner über meinen Bildschirm fliegen zu lassen? Da wäre ich Ihnen sehr verbunden, muss ich sagen. Schade, bis zu diesem einen sah das echt gut aus. Wollen eigentlich die Hühnchen die ganze Zeit über da bleiben oder verschwinden die auch irgendwann mal? Ich meine, da vorne Level war es so, dass es immer nur Phasen gab, in denen die Hühner von oben nach unten flogen. Aber wir können ja mal ein bisschen überlegen, oder ich werde ein bisschen überlegen, was wohl im letzten Level, wahrscheinlich letzten Level, auf mich wartet. Level 50 in der Hühnerrepublik. Da wird hundertprozentig wieder dieser tanzende Typ da sein. Eventuell sogar mit diesen, aber ich glaube nicht, dass es oben in der Ecke dann sein wird, dass wir vor zwei oder drei Leveln haben. Weil das war zwar schon fies, aber ich glaube nicht, dass sie das wieder nehmen würden. Das war nur so einmalig, weil ansonsten war es immer so, dass man in der Mitte eben reagieren musste. Wenn, dann hätten sie es fürs Finale ändern müssen.
Finde ich zumindest. Also meine Meinung. Da es hier um Hühnchen geht, kann ich mir vorstellen, dass diese Hühnergeschichte eben auch wiederkommt. Eventuell sogar noch mit diesem in die Mitte einsaugen. Dieses schwarze Loch, was wir auch hatten. Dass du eben Schwierigkeiten hast zu sehen, wohin es geht. Aber man wird es ja bald sehen. Wenn das Ende nahe ist, werden wir ja bald sehen, wie das Ende aussieht. Oder was es da zu meistern gilt. Ja, Level geschafft. Vorletztes Level. 69%. Immerhin nicht das Schlechteste. Enemies closer. Und ich denke, dass jetzt das Ende kommt. Im Forschungszentrum X167. Oh. Oui, oui, la baguette du fromage. Ja, ja, Baguette mit Käse. Oder Käsebaguette. Und was heißt das da unten links? An Schwierigkeitsdingern, was heißt das? Wechseln die einfach durch? Random, vier Sachen, die kommen? Wir werden es sehen. Normal. Keine Einstellung, wir können es nicht auf nichts vorstellen, nichts einstellen, ich weiß es nicht. Los geht's. Okay. Bin schon mal froh, dass ich gerade sogar ganz kurz wieder ein bisschen retten konnte. Ja, komm! Was ist denn mit euch los? Ja, man kann es auch übertreiben, Spiel. Okay, vielleicht ist es doch nicht die letzte Folge, die ihr von diesem Spiel seht, wenn ich mir das hier so anschaue. Ja. Drücke die Tasten im Rhythmus. Ich befürchte, ihr werdet diesen Bildschirm noch öfter sehen. Los geht's. Ah, das ist doch assi. Okay, er dreht sich. Was da halt das Schlimme ist, dass eben drei von den Dingern in Gelb kommen. Und für mich ist halt Gelb immer, dass das von oben kommt. Das ist so assi. Was soll das denn? Wie assi. Aber gut. Immerhin, wir haben Fortschritt. Ich wollte gerade sagen, so kann es ruhig bleiben. Ist
Ich kann da gerade nicht drüber reden, es tut mir leid. Ich versuche einfach nur irgendwie schnell genug die Tasten zu drücken, die kommen. Und anscheinend kriege ich es ab und zu mal hin, weil ich habe ja ab und zu mal im Perfekt stehen. Sogar ab und zu im Fury. Verdammt. Oh, und das war gar nicht so weit weg. Ich habe da gerade ganz kurz unten rechts noch gesehen, bevor das Level, bevor ich kaputt gegangen bin. Ich war nicht so weit weg vom Ziel. Verdammt. Aber gut. Versuch Nummer 3 im finalen Level. Das ist so assi. Konzentration hochhalten. Weil eigentlich war ich gar nicht in so einer schweren Situation vorhin, als ich gestorben bin. Ich hätte es eigentlich hinkriegen müssen. Das geht wieder hier. Ich weiß nicht, warum ich da teilweise ein Bad hinbekomme, obwohl ich eigentlich getroffen haben müsste. Ich weiß nicht, warum ich da teilweise ein Bad angerechnet bekommen habe, obwohl ich meiner Meinung nach voll drin war. Zumindest für ein Gut hätte das reichen müssen. Aber in Ordnung. Weiter geht's. Ich muss gleich wieder, wenn es einigermaßen möglich ist, das Fury so aufbauen, um wieder HP zu generieren.
Okay. Da haben wir wieder ein bisschen was aufbauen können an HP. Hier werden wir es auch können, weil das nicht schwer ist. Geht es wirklich nur darum, einigermaßen intakt zu bleiben. Oje. Oje, Mene. Ich glaube, das werde ich heute nicht mehr hinkriegen. Dementsprechend machen wir hier einen Cut. Das heißt, in der nächsten Folge gibt es erst das große Finale mit dem letzten Level. Es kann sein, dass die letzte Folge dann wirklich ganz kurz ist, weil ich es urplötzlich hinkriege. Vielleicht aber auch nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, aber nichts mehr dabei, wenn es zum Finale in Old School Music kommt. Bis dahin noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen, Leute.